Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Jonathan Gaming. Wir befinden uns hier mal wieder in Europa Universalis 4. Und letzte Folge haben wir leider hier wieder ein paar Einbußen machen müssen. Ach Gott, das ist so... Es ist halt einfach... Naja, man kann daran jetzt erstmal nichts ändern. Okay, ich bräuchte 2400. Das ist etwas zu viel gerade. Ich denke, wir werden jetzt gerade eben nochmal den letzten Darlehen zurückzahlen. Und danach müssen wir erstmal unsere Armee wieder ein bisschen aufbauen. Immer wenn dieses Zeichen auftaucht, will ich immer unbedingt draufklicken und dann fällt mir erst ein. Scheiße. Ich habe erstmal ein Darlehen, um das ich mich kümmern muss. So, jetzt hatte gerade der Adel ein bisschen Loyalität gewonnen. Dann rufe ich doch mal um militärische Hilfe. Genau, wir zahlen das ein bisschen das auch noch zurück. Kosteninfanterie wurde gerade gesenkt. Perfekt. Um 21% erhöht. Das müsste gerade eben noch gut sein. Oder okay sein. So, dann bauen wir uns gleich mal unsere erste kleine Armee. So. Ich mache mal kurz eine neue nochmal. Nennen die dann doppelte Main. Das ist dann ja unsere normale Armee quasi. Also 10 davon, 8 davon und 2 davon. Perfekt. Da muss ich vielleicht nicht immer das in so kleinen Schritten machen, sondern kann direkt hier die 20er einfach hinsetzen. Wenn ich natürlich dementsprechend genug Geld habe. Ich glaube, ich mache jetzt gerade sogar noch einmal Währung entwerten. Das kostet zwar hier dann ein bisschen. Aber dafür kann ich dann direkt gleich ein bisschen nochmal eine Armee bauen. So, wahrscheinlich noch 2 Monate und dann... Hä, wieso bekomme ich denn jetzt nur einen pro Monat?
Rohwerbebilanz mehr steht. Verstehe ich nicht. So. Schlechte Nachrichten. Ah, verdammt, der ist gestorben. So. Eine 20er Armee wird kurz gebaut. Oh, jetzt haben wir eine negative Bilanz wieder. Aber ich denke mal, das wird sich das durch die Korruption innerhalb von einem Jahr gleich widerlegen. Wenn das hier von 20 wieder zurück auf wie viel geht? 3. Naja, wenigstens haben wir jetzt wieder zwei Armeen. So, nur 15.000 Mann und dann ist die Rekrutenreserve auch wieder voll. So, ich freue mich auf jeden Fall schon auf das nächste hier. Überprüfungen, Korruption jährlich senken. Dann muss ich nicht ja, hier Geld für die Korruptionssenkung rein investieren. Ich denke, das wird sehr, sehr praktisch sein. Jetzt steigt nämlich gerade die Korruption ein bisschen. Allerdings, sobald ich genug diplomatische Macht für diese Idee habe, wird das, denke ich mal, kein Problem mehr sein. Okay, wir haben auf jeden Fall deutlich weniger Einnahmen. Das liegt denn besonders auch an diese Goldmine, die ich nicht mehr habe. So, ich guck mal, wie lange ich noch mit dem Waffenstillstand habe. Bis 34. Okay, dann werde ich in 8 Jahren auf jeden Fall gegen die eine Koalition versuchen zu machen. Es geht natürlich nicht, dass die jetzt einfach mit meinen Ländern hier wegkommen. Bis 64 habe ich darauf einen Anspruch. Das ist auf jeden Fall noch ordentlich. So, jetzt kann ich langsam wieder was bauen. Allerdings nur dieses Gerichtsgebäude. Was jetzt wahrscheinlich nicht so viel bringen würde. Ich bin gerade überlegen, entweder baue ich hier nochmal Kathedralen oder ich baue wie hießen die die Börsen, also vom Marktplatz die Weiterentwicklung quasi, das weiteste was halt gerade geht.
Ich guck mal, welche, was die besten sind. Die Alarm hier 26. Defensiv. Achso, das obere ist offensiv und das andere ist defensiv. Moral, Nahkampf, Fernkampf. Okay, in der Mitte ändert sich gar nichts. Ich glaube, ich werde mal hier rauf gehen. Ah ne, das kann ich ja gar nicht. Ich meine, die Weißröcke Infanterie, also das, was ich eben gerade schon ausgewählt hatte. So, hier können wir dann auch noch was Unterschiedliches nehmen. Nehmen wir auch die. So, jetzt brauchen die da gleich erstmal ein bisschen Organisation wieder. Bis die hier wieder voll sind. Ach, korrupt. Verdammt. Wieder korrupte Bürokratie. Unausgeglichene Forschung ist noch schlimmer geworden. Dadurch, dass ich das gerade erforscht habe. Gerade einfach dazu entschieden, dass ich jetzt einfach kurz die Kasernen weiter ausbaue, beziehungsweise den Übungsplatz, dass dann, das ist ja auch die Weiterentwicklung von der Kaserne, die verbesserte Version oder was auch immer, je nachdem wie man es halt nennen will. So. Dann schicken wir die mal zum Kampf dahin. Die Hälfte schicken wir noch mal dahin. So, die auch wieder dahin. Hätten wir das kleine Problemchen auch gelöst. So, perfekt. Jetzt müsste sich das Problem mit den... da mit den Richtlinien. So, mal gucken. Disziplin war ganz gut. Die Institutionsverbreitung. Da wollten wir gucken, ob wir was anderes haben. Naja, wir könnten halt Diplomaten machen. Aber das ist jetzt auch nicht so das Wahre, ne? Grenz zur Einrichtung. Nee, Gesetz zur Einrichtung des Geheimrates. Ich muss sagen, das wäre auch richtig cool, wenn wir das hätten. Allerdings Disziplin ist, glaube ich, momentan ein bisschen besser. Ansonsten müsste ich da jemand Unterhalt zahlen, was wahrscheinlich auch nicht so schlimm wäre. Ich glaube, ich mache das jetzt tatsächlich. Dann kriege ich hier zwar immer Unterhalt 1, aber das ist gar nicht so schlimm. Da bin ich eh so weit in der Technologie voraus. Ich denke mal, das wird kein Problem. Könnte das jetzt weiter aufbessern oder ich glaube, ich spare mal auch ein bisschen und dann bessere ich das hier noch mal ein bisschen auf, weil wenn man hier sieht, plus 19, plus 16, plus 15, das lohnt sich schon ziemlich. Hier beim plus 5 würde ich erstmal noch nicht machen. Ich glaube tatsächlich, dass es momentan noch nicht so viel bringt, aber bei der ersten 3 lohnt sich das auf jeden Fall.
ist auch schon soweit. So. Perfekt, jetzt haben wir Korruption nur noch plus 0,05. Und wenn wir hier ein bisschen ausgeglichenere Forschung haben, wird sich das auch wieder legen. Ich guck mal nach, wann das fertig gebaut ist. Dann vielleicht merkt man ja richtig den Unterschied. Das ist falsch. Wir brauchen natürlich hier die Gebäudekarte. 63% hat er momentan. 64%. So, einen Thronfolger haben wir wenigstens direkt. So, ich habe gerade mal ein bisschen Geld hier abgezapft. So, hier verbessern wir das gleich auch nochmal. Ich denke mal, das macht sich schon bemerkbar, gerade bei den Händlern. Wieso sind sie unzufrieden? Das verstehe ich ehrlich gesagt gerade nicht. Ich sehe jetzt ehrlich gesagt auch keinen neuen Tab oder sonst irgendwas. Ich meine, die Bürger sind hier relativ zufrieden. Ich glaube, ich nehme den das mal weg. Dann verdiene ich wieder ein bisschen mehr Geld. So. Kann ich dann das dritte und letzte Gebäude auch noch kaufen? Von der Art. So. Und ich würde sagen, dass wir uns dann langsam auch den Folgenende nähern. So. Werkstatt könnte man sich hier leisten. Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt nicht so viel bringt. Dann sparen wir doch hier lieber nochmal auf eine Kathedrale oder so, dass wir die hier voll bekommen. Da ist ein Befehlshaber tot. Alle sterben wie die Fliegen, ne? Von wem ist das besetzt? Durch Schweden. Oh Gott. Selbst Polen-Litauen hat hier ein Problem. Mit Schweden. Wie es aussieht, wird das Schweden das neue, die neue Sowjetunion. So. So. Dann haben wir hier auch eine negative Unruhe. Die lokale Autonomie ist hier sowieso relativ gering. Und dann haben wir das hier auch. So, dann bauen wir uns hier mal kurz eine Kathedrale hin. So. Oh, Brandenburg hat gewonnen. Was haben die denn für Verbündete?
Frankfurt, Hamburg und Nassau. Okay. Braunschweig hat es aber noch schlimmer erwischt als mich. Angebot für Staatsehe. Ja, komm. Die Kathedrale bauen wir dann auch direkt neu hin. Eigentlich warte ich die ganze Zeit nur darauf, dass ich endlich die Koalition schmieden kann. Ach, Mann. Jetzt reicht... Jetzt hat es hier nicht mehr genug für aggressive Expansion. Du willst mich doch verarschen. Wie kannst du überhaupt Schweden hier als Verbündeten bekommen? Na gut, dann muss ich gucken, dass ich da irgendwie hinbekomme. Ich guck mal nach, wo die Verbündeten von dem dann wären. Frankfurt. Okay, das kleine hier. Dann Hamburg. Hamburg müsste hier oben liegen, ne? Ja. Genau. Die wären also schon mal gar kein Problem. Und dann noch Nassau. Nassau könnte ein Problem sein. Eventuell. Aber ich würde sagen, das kriegen wir auch hin. Ich würde nur mal mindestens 10.000 Mann würde ich gerne noch mal hinbauen. Also rekrutieren meine ich. So, das kriegen wir auch hin. Oh, verdammt, wir... Jetzt ist die unausgeglichene Forschung wieder geringer. Jetzt haben wir Veruntreuer bekommen. Toll. Aber wir müssten jetzt eigentlich auch nächsten Monat dann direkt das hier machen können. Produktionseffizienz nochmal erhöhen. Jetzt müsste es hier Minus sein, oder? Hä? Ich dachte wegen unausgeglichener Forschung. Aber vielleicht zählt auch nur das Geringste. Das wäre vielleicht nicht ganz so gut. So, ich würde jetzt tatsächlich einfach denen dann den Krieg erklären. Mecklenburg würde mithelfen. Woran Mecklenburg nochmal? Ach ja, stimmt, die waren ja direkt dort. Würde ich die auch hier direkt zu den Grenzen schicken schon mal? So, dann würde ich tatsächlich jetzt einfach mal den Krieg erklären. Es passt auch ganz gut, dass wir jetzt hier den Imperialismus als Kriegsgrund bekommen haben. So, Mecklenburg, du darfst dann auch mithelfen. Und die Eroberung der Provinz mit der Hauptstadt von Brandenburg. Perfekt. So, wo ist denn deine Hauptstadt überhaupt? Okay, das hier ist Sternberg.
die Schlacht habe ich verloren. Wo kommen die denn auf einmal hin? Her. Dinge gibt's. Naja, soll mir recht sein. Ich mache die Geschwindigkeit ein bisschen langsamer. So, die 2000. Ah, ich dachte gerade, die kämpfen gegen mich. Aber anscheinend auch nicht. So. Die müsste ich relativ leicht bekommen. Du darfst dich dann auch mal dahin begeben. Die gebe ich hier schon mal einen Anführer. Der ist auch sehr gut. Mal zusammen. Schicken wir euch 30.000 Mann dann mal runter. Gerade mit jemandem, der 3 Sterne hat, ist das natürlich richtig OP. Ah, jetzt ist er da. Ich lasse den das noch mal kurz machen, oder? Die Leute mal dahin und gibt ihnen nochmal einen Anführer. So wie man sieht, der wollte auch zu mir. Ja, der ist glaube ich auch okay. So, 1-Stern-General versus 3-Stern-General. Auch wenn die ein bisschen mehr Männer haben. Perfekt. Genauso wollte ich das haben. So, den besiegen wir auch noch mal kurz. Teile ich die mal kurz und schicke die dahin. So, ihr beide geht auf jeden Fall nochmal dahin. So kriege ich das Gebiet auch ganz sicher. So, gewonnen. Die 15.000 kommen halt dahin. Und die anderen 15.000 auch. Perfekt. So, 39 habe ich jetzt. Ich verhandle mal mit Frieden. Den Frieden mal mit Frankfurt, die wollen nicht. Hamburg auch nicht. Okay, Brandenburg alleine. Okay. Ich gucke mir mal allgemein die Gebiete an, wie die zusammengehören. Altmark wäre das, das wäre das. Also perfekt wären eigentlich die beiden Gebiete, da müsste ich keinen neuen Staat aufmachen, also kein neues Territorium. Wie heißen die? Doch ein Staat, kein neues Staat aufmachen. Ich guck mal nach. Okay, die beiden würden sie mir erlauben. Ich guck mal, wie viel denn möglich wäre insgesamt. So viel wäre maximal möglich. Allerdings hätte dann dagegen fast jeder irgendwas.
sähe es damit aus? Da hätten die wohl auch irgendwas gegen. Ich muss sagen, ich hätte schon gerne die Hauptstadt von denen. Allerdings, ich glaube, damit könnte ich mich auch zufrieden geben. Ich gucke mal die Gebiete einzeln an. Hier Wolle, Tuch und nochmal Tuch. Auf jeden Fall nicht schlecht. Die hier hätten Eisen, die hätten Tuch und was ist das? Viehbestand. Okay. Hier hätte man natürlich Zugriff auf die See endlich mal. Ich habe, glaube ich, noch eine andere Idee. Und zwar, ich befinde mich mit denen jetzt gerade im Krieg, mit den anderen. Das heißt, denen kann man vielleicht auch noch mal was abziehen. Ich hoffe einfach mal, dass hier Köln sich mal um Hamburg am besten kümmert. Und dann mache ich das irgendwie alleine. Okay. Ich sehe gerade, wir haben wahrscheinlich wieder ein bisschen überzogen. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, das Video gefallen und sonst haut rein und ciao.